La, das Wetter ist so gut. Da freue ich mich, da freue ich mich. Das tut allen gut. Da lang. Hör auf zu heulen. Wir haben alle ein schweres Leben. So. Muss mal gesagt, ja, tut mir leid, aber es war wahr. Jeden Tag steht die hier rum und heult sich eins. Das geht einfach so nicht. Schiff da vorne. Ich meine Boot. Schipper, Schipper. Einfach geradeaus. Ja. Da bin ich auch quasi schon auf dem richtigen Weg. Freue ich mich. Flop. Au, au. Ach, da geht doch nicht hin. Was, bin ich wahnsinnig oder was? Nee. Ich find's echt nett, dass wir das Erkunden der Dingensens so wie bei Xenobet quasi, jetzt mal als erstes dazu einfällt, XP bekommt. Neues Gebiet bis XP. Ist halt nicht viel, aber meine Güte, ist ein gerades XP und ich bin fast sicher, wenn ich jetzt durch die ganze Stadt laufen würde, also alles und jedes verseuchte Gebiet mal kurz irgendwie entdecke und da jeweils fast 50 XP kriegen, würde ich da fast schon Level steigen. Gut, okay, vielleicht die Hälfte, aber denk mal, 10 mal 50 dürfen drin sein. Halber Level gratis, ist doch eigentlich ganz nett. Ist auch ein hübscher deiner Spezies, ne? Sehr hübsch. Bin ich hier richtig? War noch so ein Gebiet, siehst du? Tada! Gibt's hier was für Sie zu tun? Ich denke schon. Ich diene der See. Anna schickt mich, um den Einbruch von neulich zu untersuchen. Der See sei Dank. Endlich. Ich bin Daryl. Daryl Grimes. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist lustig. Also, lustig. Wer hat's verstanden? Wer versteht Insider gerade? Ich verstehe ihn. Daryl Grimes. Daryl und Rick Grimes sind zwei Personen aus The Walking Dead. Das war's auch schon. Irgendwie lustig. Können Sie mir schildern, was genau vorgefallen ist? Jedes Detail könnte wichtig sein. Gibt's leider nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall war es ein Mann. Hat sich reingeschlichen, als ich oben war. Wollte sich den Fisch krallen, aber ich hab ihn gehört. Hab versucht, ihn mit einer Harpune zu erwischen. Aber bei Cahill im Dunkeln habe ich ihn verfehlt, diesen Dane. Was ich nicht verstehe, warum etwas stehlen, das man umsonst haben kann? Ja, das ist in der Tat rätselhaft. Vielleicht war er ja verrückt. Wie hat der Einbrecher ausgesehen? So groß wie Sie war er. Also nicht sehr groß, aber auch nicht sehr klein. Na, vielen Dank. Ganz normal halt. Nur seine Glatze ist mir aufgefallen. Sein kahler Schädel hat ausgesehen wie ein poliertes Ei. Miam, miam. Das Mondlicht hat sich auf der Kopfhaut gespiegelt. Der redet sehr lustig. Und was hat er gestohlen? Nichts. Hab ihn rechtzeitig fortgejagt. Toll. Das soll ich auch untersuchen und lohnt sich ja gar nicht. In welche Richtung hat er sich davon gemacht? Weiß ich nicht genau. Der war deutlich schneller als ich. Du bist ja auch eher so ein Fischtier. An Land nicht so schnell unterwegs, ist doch logisch. Was soll das Theater mit der Losung? Anordnung von denen da oben. Weiß nicht warum. Will sie nicht nerven. Aber sie nerven mich damit. Das war für den Moment alles, Mr. Grimes. Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Hier, der Schlüssel. Möge die See sie segnen. Nur wenn es was Gutes ist, ja? Mal durchgehen hier. Schön. Kommt keiner von denen rüber. Dann wollen wir mal das Auge. EOD-Zeichen, wa? Da war ja Troller ja auch schon gewesen da am Markt. Das merken wir uns mal. Schießpulver. Die Ladung ist noch frisch und riecht nach mehr. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Guter Mann. Schlaue Sache. Gedankenspielhinweis. Toll, toll. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich gleich wieder
mir so eine Szene zusammen konstruieren. Wow, die Harpune hat sich durch das solide Holz gebohrt, als wäre es Pappe. Naja, wer hat da kann? Ist da vielleicht besser aufgeräumt, auch wieder, obwohl das natürlich alles in trotzdem nicht in Top-Zustand ist, aber vergleichsweise ist es so einigermaßen gut erhalten. Der Kerl scheint sein Hobby ziemlich ernst zu nehmen, dem ganzen Werkzeug nachzuurteilen. Tja. Ah. Fein gearbeitet. Als Kind hätte ich damit meine hellste Freude gehabt. Zumindest in fertigem Zustand. Wollte gerade sagen. Da muss man schon viel gemacht sein, um dran Spaß zu haben. Brief des Waisenhauses. Lieber Mr. Grimes, wir können Ihnen gar nicht genug dafür danken, was Sie für die Kinder tun. In diesen finsteren Zeiten ist Ihr Spielzeug ein warmer Sonnenstrahl. Jeden Tag beten wir für ihr Wohlergehen und hoffen, dass Sie uns eines Tages besuchen werden. Das gesamte Personal und natürlich auch die Kinder können es gar nicht mehr erwarten, unseren Wohltäter persönlich kennenzulernen. Daher zeigen Sie bitte keine Scheu und kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Auf ewig in Ihrer Schuld, Leitung des St. Jerome's Waisenhaus in Oakmont. Ach nein. Stirb. Was waren das gerade? 4 Schuss? 5 Schuss? Habe ich richtig aufgepasst. Naja. Geht einigermaßen fix, wenn man richtig trifft. Und die Ruhe hat. Und nicht alle auf einmal kommen. Das war jetzt ein Gegner gewesen hier oben, ja? Nicht mehr und nicht weniger. Alle Hinweise gefunden? Warte, da war... Ne, das hat man schon. Ich meine, ich komme noch in den Keller rein, so ist nicht. Da muss ja auch noch was sein. Oder auch nicht. War ich hier schon dran? Ja, wohl schon. Ach doch, da ist eine Treppe, so siehst du. Man kann es aber auch so machen. Das Ding ist mausetot. Ja. Aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Ich kann auch generell nichts erkennen bei dem. Das ist so eklig, wie die Dinger sich in die Katzen reinbohren. Oh, die armen Katzen, die tun mir so leid. Blöde Viecher, ich mag sie nicht. Okay. Ist hier eine Wand irgendwo? Ich muss ja bei dieser komischen... Hä? Also meine Sicht ist wieder so komisch verschwommen an den Ecken. Als wenn ich jetzt wieder ein Symbol wäre für eine versteckte Wand, aber... Da war gerade nichts zu sehen. Was haben wir hier? Achso. Nur hier tatsächlich. Ah, hier. Wahrscheinlich, ne? Jawohl. Feuer frei! Geh weg, du Vieh! Geh weg! Ich habe Fragen. Aber es ist echt merkwürdig, dass überall so eine versteckten Wände sind, dass man durch alles durchsehen kann. Das muss doch... Hat das einen tieferen Hintergrund? Ich meine, kriegen die Leute das hier selbstständig hin, so eine komische Illusionswende zu erschaffen? Weil er meinte auch, der komische Typ, dass die Frau bei Nebenquest, diese Glasfrau da, die Wand dahin gemacht hätte. Also irgendwelchen Fähigkeiten wohl. Und die ist offenbar auch ganz offensichtlich eine Tür eigentlich und keine Wand. Ich weiß nicht. Haben die alle magische Fähigkeiten? Sowas ähnliches wie ich halt? Oder wie ist das zu erklären? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Warte, hier ist immer noch was. Ah, nee. Das Geräusch verschwindet, wenn ich nach hier gehe. Ah. Na? Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Zum Glück hast du Visionen. So. Gedankenspiele haben wir. Gucken wir uns das mal an. Fischvorräte vergiftet. Passt das zusammen? Große Mengen Fisch aller Wahrscheinlichkeit nach vergiftet wurden bereits an die arme Stadtbevölkerung verteilt. Oh ja.
Und Laborflasche plus geheimer Dingens. Passt nicht zusammen? Okay. Da fehlt ja noch was. Achten wir auf das Geräusch im Hintergrund. Sofern vorhanden. Die hätten mich wohl besser nicht angeheuert hier, die Leute. Jetzt haben wir den Salat. Oh. Ach so, da ist was passiert. Bitteschön. Was haben wir hier Schönes? Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Okay. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Okay. Eins hier. Hä? Ich kann gar nicht ausführen mit 1 und 2. Das ist anders als sonst. Da ist auch noch was. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ah, na toll. Ja, keine Ahnung. Dann war wohl das hier zuerst gewesen. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon... Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Dann hat er es oben gehört und lief runter. Kann sein, dass Schritt 3 ich gerade habe, vor Schritt 2 kommt. Soll sie holen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ist möglich. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ja, ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagte. Okay, also heißt das tatsächlich, dass der Fisch dich von vornherein vergiftet ist. Okay. Das hätte ich jetzt nämlich gedacht, ehrlich gesagt. Oh, alles gefunden, das ist grün, gut. Auch grün, man, es bleibt immer noch grün hier alles, die ganzen Orte da. Finde ich gut, dann weiß ich zumindest, dass ich da schon mal gewesen bin. Und ich weiß auch, wo ich gegebenenfalls mal hingehen kann, um zu looten. So, Gedankenspiele wollte ich noch machen. Siehste. Laborflasche, das da? Nein. Einbrecher mit Gift und Universität. Der Mann, der in das Fischlager des EOD eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun haben. Nee, ich muss ja einen Besuch abstatten. Okay. Das werde ich immer zusammensetzen, wenn es dann für die Endlösung des Falles wichtig wird. Jetzt muss ich noch wissen, wo die Universität und? Ist. Was Interessantes gefunden? Nö. Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen, sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl. Das ist furchtbar. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war. Sonst lässt sie mich vierteilen. Nun ja, ich meine, der stand dann doch nicht. Ich meine, ich dachte erst, dass er ja der Giftmischer ist. Aber offenbar ist er echt ein lieber Typ, der oben die ganzen Kinderspielzeuge herstellt. Dann wiederum andererseits ist unten hier das geheime kleine Labor gewesen. Also irgendwie Dreck am Stecken haben die auf jeden Fall. Aber es war von vornherein klar, weil es eine angeblich wohltätige Organisation. Er ist ja nicht schuld direkt, oder? Vierteilen. Anna. Das meinen Sie nicht ernst, oder? Schön wär's. Anna ist gnadenlos, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Egal, ob derjenige beim EOD ist oder nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Hm. Huh. Ich muss Ihnen sagen, was passiert ist, aber nicht... Nehmen Sie es nicht persönlich, Daryl. Aber ich muss Anna die Wahrheit sagen. Oh, Carl. All die Leute, die vielleicht leiden müssen, weil ich... Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Mr. Reed. Wenn Sie das Schlimmste befürchten, sollten Sie vielleicht die Stadt verlassen und irgendwo untertauchen. Sie verstehen das nicht, Mr. Reed. Vor seinem Gewissen kann man nicht weglaufen. Das hat aber nichts damit zu tun, was ich sage oder nicht, oder wie oder was, also... Helfen Sie mir auf die Sprünge. Wo finde ich die Universität von Oakmont? Die können Sie gar nicht verfehlen. Die Stadt ist schließlich für ihre Universität weit bekannt. Bestimmt. Und natürlich auch für ihren Aaleintopf.
Geben Sie mal Ihre Karte her. So, bitte sehr. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Funde erst Anna zu melden. Ach, jetzt doch wieder, ja? Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Drock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob Ihre Geschichte stimmt. Ich gebe ihm mal einen Vertrauensvorschuss, würde ich sagen. Man sieht sich. Möge die See Sie schützen. Ich meine, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, das ist hier die Innsmouther über einen Kamm zu scheren. Das sind genauso, also genauso ist gut, aber das sind offenbar Menschen wie jeder andere auch und natürlich entsprechend individuell ganz verschieden. Das heißt, der eine ist ein Arsch, der andere nicht. So. Ich meine, der erste Innsmouther, den ich getroffen habe, die haben mich ja auch gerettet im Prinzip. Komm auch weg. Das war hier unten in der Dings, in der Bar gewesen. Die habe ich ja nicht verraten. Wirkt ja auch wie ein netter Typ. Habe auch einen Zettel geschrieben, dass ich nett gewesen bin. Keine Ahnung was. Daher gehe ich davon aus, dass das eben genauso ist, wie ich sage. Einer ist gut, einer ist böse. Ist ja bei Menschen nun mal normal, ne? Also, wenn man dann gut und böse als Termini benutzen möchte, die sowieso relativ sind. Abgesehen davon bin ich für heute am Folgenende. Es kommt langsam doch Schwung in die Bude hier. Ich komme weiter und so weiter und so fort. Bin gespannt immer noch, wie es weitergeht. Also die Story ist interessant, die Nebenquests sind interessant. Das Finden der Nebenquests ist nicht immer so ideal. Das Gameplay ist, wow, naja, doch relativ schwierig und na, man ist schon am Rennen manchmal. Ist okay, wenn man's mag. Aber auf jeden Fall auch nicht schlecht in dem Sinne. Auf jeden Fall, das Spiel ist gut, gefällt mir immer noch sehr gut. Und mal gucken, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao!